Montagabend, 8. Dezember, 18 Uhr. Recht herzlich willkommen zu unserem Ayondo-Marktausblick und unserer Chartanalyse. Mein Name ist Tom Nessler. Ich darf euch recht herzlich zu unserem heutigen Webinar begrüßen. Ja, worum soll es gehen? Für diejenigen, die neu sind, im ersten Part wollen wir natürlich die wichtigsten Wirtschaftsdaten der aktuellen Handelswoche dementsprechend durchsprechen, hier anhand unseres PDF-Dokumentes. Dieses Dokument lege ich euch auch jetzt nochmal in die Chat-Funktion, könnt ihr euch dementsprechend downloaden. Und im zweiten Part wollen wir uns natürlich die wichtigsten relevanten Märkte unter charttechnischen Gesichtspunkten live mit anschauen. Ja, und der dritte Part, der gehört wie immer euch. Da könnt ihr mir dann Titel nennen, die ihr entsprechend analysiert haben wollt. Und das wollen wir natürlich auch live machen. So, dann starten wir mal mit unserer heutigen Handelswoche und den entsprechenden Wirtschaftsdaten. Viel gab es heute nicht, sehr ruhig, gerade auch aus amerikanischer Sicht. Wir hatten heute Nacht Daten aus Japan gehabt, Leistungsbilanzsaldo für den Monat Oktober und das Bruttoinlandsprodukt fürs dritte Quartal. Hier hatten wir schon einen relativ starken Rückgang von minus 1,8 auf 0,1 erwartet, kam letztendlich mit minus 0,5 rein, also etwas schlechter als erwartet und prognostiziert, was dann natürlich auch die Märkte ein bisschen unter Druck gebracht hat. In China dann um 3 Uhr das Handelsbilanzsaldo. Prognostiziert mit 44,3, also eigentlich einen leichten Rückgang, kam letztendlich aber mit 54,5 Milliarden rein, also schlechter als erwartet. Das war dementsprechend kein guter Indikator für die asiatischen Märkte. Für uns heute die wichtigste Zahl um 8 Uhr, Deutschland, vorbörsliche Handelsstart, Erzeugung im produzierenden Gewerbe. Hier hat man einen Rückgang von 1,4 auf 0,2 erwartet, der kam letztendlich auch so rein. Ja, und hat dann natürlich auch am heutigen Vormittag dazu geführt, dass die Börse erstmal von ihren Höchstständen Abstand genommen haben, also unter Druck kamen. Und da sieht man natürlich auch, wie wichtig solche Daten hier sind in Bezug auf das Trading, das Ganze mit einzubauen. Wir hatten dann um 10:30 Uhr noch für die Eurozone den Sentix Konjunkturindex für den Monat Dezember. Hier hatte man einen Wert von 11,9 auf 9,9 minus erwartet, kam sogar mit minus 2,5 dann etwas besser als erwartet oder deutlich besser als erwartet rein. Dadurch konnten sich die Märkte dann ein bisschen stabilisieren hier am Markt. So, das war es dann auch schon für den heutigen Tag. Wie gesagt, aus amerikanischer Sicht heute nichts Wichtiges an Daten. Österreich hatte heute sowieso die Börsen geschlossen, hatten wir Feiertag. Deshalb können wir jetzt eigentlich gleich auf den Dienstag schauen. Die wichtigsten Daten für diejenigen, die neu sind, habe ich euch hier eh gelb markiert. Das sind die Daten, auf die wir eigentlich hier nur eingehen wollen. Und den Rest könnt ihr euch, wie gesagt, dementsprechend nochmal alleine anschauen und wie gesagt in euren Handel mit einfließen lassen. Das Dokument habe ich euch ja hier schon zur Verfügung gestellt. Ja, morgen wird es interessant um 8 Uhr. Handelsbilanzsaldo für den Monat Oktober in Milliarden. Rechnen wir mit einem kleinen Rückgang von 21,9 auf 18,9 Milliarden. Dann ganz wichtige Zahl, die Exporte für den Monat Oktober. Das dürfte die Märkte morgen früh deutlich unter Druck bringen, wenn die Zahlen so schlecht reinkommen. Hatten ja einen sehr, sehr guten Wert für den Monat September mit 5,5 gehabt. Jetzt rechnet man mit einem Wert von minus 1,9, also ein deutlicher Rückgang hier bei den Exporten. Das ist natürlich ein schlechter Indikator und das ist natürlich für die Märkte hier auch nicht gut. Ja, und dann noch Umsatz im verarbeitenden Gewerbe. Da hat man noch nicht mal eine Prognose rausgegeben. Wir sehen aber, da war der Wert auch im September schon negativ mit minus 0,4. Also das wird spannend. Ja, dann haben wir in Frankreich noch Handelsbilanzsaldo, Industrieproduktion für den Monat Oktober und Erzeugung im produzierenden Gewerbe in Großbritannien. Ja, und aus Amerika, wie immer, am Dienstag die Zahlen vom Redbook zu den Einzelhandelsumsätzen im Vergleich zur Vorwoche. Keine Prognose. Wir hatten minus 0,6 im Vorstand gehabt. Schauen wir mal, wie die Zahlen reinkommen. Ansonsten hier aber aus amerikanischer Sicht relativ nachrichtenarm der Dienstag, wie gesagt, gleich morgen zum Handelsstart um 8 Uhr die wichtigsten Daten, die dann auch die entsprechende Richtung vorgeben sollten hier für unseren Markt. So, damit sind wir dann auch schon am Mittwoch. Wie gesagt, den ersten Teil machen wir immer etwas zügiger, damit wir nachher mehr Zeit für unsere Analysen haben. Ja, Japan wieder Erzeugerpreise und Manufacturing Index. Sehen wir ein gemischtes Bild, Verbraucherpreise dann für China bleiben unverändert bei 1,6 und die Erzeugerpreise für den Monat November, ja, da setzt sich diese Talfahrt hier eigentlich fort nach minus 2,2, jetzt minus 2,3 erwartet. Ja, und aus Japan morgen früh am Mittwochmorgen dann auch um 6 Uhr noch die Verbrauchervertrauenszahlen für den Monat November. Auch hier sehen wir diesen Rückgang. Also man ist da schon etwas vorsichtiger jetzt zum Jahresausklang hier geworden. Ja, und in Europa die wichtigste Zahl des Vormittags eigentlich die Industrieproduktion für den Monat Oktober aus Frankreich. Hier leicht positiver Wert nach 0,0, hier ein Anstieg auf 0,2 erwartet. Ja, und das war es dann auch schon.
großartig. Zahlen aus Amerika kommen eigentlich nur noch mal zu den Rohöllagerbeständen. Ja, super spannend. Wir haben ja wieder die Talfahrt aufgenommen. Können wir uns im Chart nachher auch noch mal genauer anschauen. Tiefstände bei 67,55 auch heute wieder unterschritten. Damit sind natürlich die Wege für weitere Kursverluste hier beim Öl frei. Deshalb natürlich da die Zahlen dann auch interessant. Ja, und das Haushaltssaldo für den Monat November in Milliarden US-Dollar, da sehen wir zwar einen Rückgang von 121,7 Milliarden auf 79,6 Milliarden, ist natürlich aber noch immer noch ein sehr deutliches Defizit hier an den Märkten. So, und dann schauen wir uns mal den Donnerstag an. Auch am Donnerstag wieder wichtige Preise, gerade für uns. Wichtigste Zahl am Handelsvormittag zum vorbörslichen Handelsstart, die Verbraucherpreise für den Monat November. Auch hier eine ähnliche Tendenz, wie wir schon gesehen haben. Rückgang von 0,8 auf 0,6 erwartet. Zahlen zur Industrieproduktion aus Italien. Ja, und dann um 10 Uhr der EZB-Monatsbericht für den Monat Dezember. Da wird es wieder ganz interessant werden. Wie sieht die EZB die wirtschaftliche Lage in der Eurozone für den aktuellen Handelsmonat? Also das ist eine Zahl, die man unbedingt hier auf dem Ticker haben sollte. Ja, und dann aus Amerika, wie immer, 14.30 Uhr am Donnerstag, die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und dann natürlich hier die Importpreise für den Monat November. Auch hier ein ähnliches Bild, minus 1,3 historischer Stand, minus 1,7 prognostizierter Stand. Ja, und die Wirtschaftsdaten, wie gesagt, sehen für die Woche nicht so wirklich gut aus. Nach den deutlichen Erholungen werden wir mal schauen, was wir dann charttechnisch hier in der aktuellen Handelswoche noch zu erwarten haben. So, damit sind wir dann auch schon am Freitag und haben unseren ersten Teil des Webinars ja auch soweit dann schon erledigt. Wichtig hier Zahlen aus Japan und China zur Industrieproduktion, sehen wir ein ähnliches Bild. Einzelhandelsumsätze und bei uns um 8 Uhr zum vorbörslichen Handelsstart. Die Großhandelspreise für den Monat November, auch hier ein ähnliches Bild, dieser Rückgang von 0,6 auf 0,3. Verbraucherpreise aus Spanien, aus Italien, Industrieproduktion nochmal für die Eurozone um 11 Uhr, wichtige Zahl für den Monat Oktober. Auch hier diesen Rückgang von 0,6 auf 0,2, also ein sehr ähnliches Bild. Ja, und vielleicht kann uns die Woche noch ein bisschen gerettet werden, am Freitag dann um 15.55 Uhr. Der Konsumklimaindex der Uni Michigan, ja sehr, sehr wichtiger Indikator, ist aber auch der einzige Indikator, wo man jetzt erstmal hier einen Anstieg in der aktuellen Handelswoche von den Wirtschaftsdaten erwartet. Ansonsten waren sie alle rückläufig oder stagnieren. Dementsprechend sehr gemischtes Bild von den Wirtschaftsdaten für die Woche. Keine wirklich relevanten, wichtigen Wirtschaftsdaten, aber die Zahlen, die wir bekommen, dann doch unter den historischen Ständen. Und das kann natürlich, nachdem wir so eine Rallye an den Märkten in den letzten Handelswochen hier schon hatten, dementsprechend zu Kursverlusten führen. Und das wollen wir uns jetzt mal aus charttechnischer Sicht anschauen. Wie gesagt, habe euch auch hier die entsprechenden Charts mit den Kursentwicklungen auch nochmal mit reingelegt. Das könnt ihr euch dementsprechend hier nochmal downloaden. Wir wollen uns jetzt mal die einzelnen Märkte anschauen. Switch deshalb mal auf meinen zweiten Monitor hier um. Und da sollte man jetzt auch schon sehen. Wir fangen wie immer an mit dem DAX 30 Index hier auf Tagesbasis, hier wieder als Candlestick-Chart, um hier am meisten heraus interpretieren zu können. Ich fange an zu zeichnen und dokumentiere das Ganze, was ich euch hier dementsprechend einzeichne. Wir haben ja drüber gesprochen, wir haben ja diesen sehr, sehr schönen, stabilen Aufwärtstrend hier am Markt gehabt. Dieser Aufwärtstrend hat sich auch nochmal beschleunigt gehabt in den letzten Wochen. Zeichne diese Beschleunigung auch hier nochmal ein in den Chart. Ja, und da sehen wir, da wird es jetzt sehr, sehr wichtig. Wir sind hier in den letzten anderthalb Wochen in einer sogenannten Seitwärtsrange unter der 10.000-Punkte-Marke gelaufen. Da hatten wir ja drüber gesprochen, die 10.000, die hatten wir ja als Zielkursmarke in den Raum gelegt. Und eigentlich zum Ausklang der letzten Handelswoche, wir hatten ja am Freitag fast 2,4% Aufschlag gehabt, eigentlich damit diesen Sprung über die wichtige 10.000er-Marke geschafft und somit natürlich auch den Weg freigemacht für weitere Kursgewinne. Die stehen natürlich auch noch weiter im Raum. Wir sehen zwar heute diesen leichten Rücksetzer hier am Markt, das ist aber nicht dramatisch. Das ist ein sogenanntes Pullback, habe ich ja auch schon immer öfters erwähnt, dass wir nach einem markanten Ausbruch über eine wichtige Marke, und das war hier die 10.000-Punkte-Marke, oft einen Rücksetzer sehen, wo diese Marke noch einmal getestet wird. Das haben wir heute gesehen und wir sehen natürlich nicht nur diese wichtige psychologische Marke von 10.000 Punkten, sondern wir sehen, hier verläuft auch der kurzfristige Aufwärtstrend hin. Auch da ist er unterstützt. Und deshalb ist die Marke von 10.000 in den kommenden Tagen natürlich auch so wichtig, weil sollte diese Marke nicht verteidigt werden, haben wir natürlich hier Korrekturpotenzial am Markt.
wo jetzt aber erstmal im Rahmen einer Jahresendrallye nicht von auszugehen sollte. Wir sehen, dann hätten wir Platz bis 9.500 Punkte unten, haben wir aber die Chance, dass diese Marke von 10.000 Punkten hier verteidigt wird, dann haben wir natürlich weiteres Aufwärtspotenzial in Richtung 10.250 Punkten. Ich zeichne das mal ein. Das wäre dann der normale Kursverlauf. Das heißt, wer investiert ist, der bleibt weiter drin. Wir haben ja schon seit Wochen hier eine alte Position. Das heißt, wer hier seine Position aufgebaut hat, bleibt weiter drin. Ich würde meinen Stop jetzt in dieser Woche nachziehen in Richtung 9.900 Punkte. Also ich würde mir auch an der 10.000-Punkte-Marke noch ein bisschen Platz lassen. Auch wenn er mal kurz untertaucht unter diese Marke, sollte die doch verteidigt werden. Unter 9.900 Punkte, da wird es jedoch relativ kritisch. Da haben wir dann weiteres Korrekturpotenzial in Richtung 9.5. Deshalb Stops einfach weiter mit anheben. Letzte Woche waren wir noch bei 9.750. Den können wir weiter anheben. In Richtung 9.900 Punkte, da haben wir weiteres Aufwärtspotenzial. Wenn wir die Indikatoren zur Hilfe nehmen, die wir uns ja jede Woche anschauen, sehen wir MACD und Stochastik. Klar, die waren jetzt schon seit 2-3 Wochen in der überkauften Zone. Da sehen wir zwar, die knicken hier leicht wieder ein, aber so schlecht sind die zu erwartenden Wirtschaftsdaten eigentlich nicht, dass wir großen Verkaufsdruck bekommen. Diesen großen Verkaufsdruck würden wir, wie gesagt, unter 9.900 Punkten bekommen. Deshalb können wir unseren Stop durchaus bis in diesen Bereich nachziehen. Solange wir noch da drüber sind, sieht das hier alles noch sehr freundlich aus. Und wir haben ja hier auch schon eine sehr, sehr schöne Rallye vom Tiefstand ja über 1.600 Punkten hingelegt. Da ist natürlich mal Korrekturpotenzial am Markt, aber wie gesagt, die 10.000 natürlich eine psychologisch und charttechnisch jetzt wichtig, gut unterstützte Marke und die sollte hier in dem Bereich erstmal halten. Wenn sie fällt, haben wir unsere Stopkurse hier am Markt und die sollten dann auch eingehalten werden, weil dann haben wir hier weiteres Korrekturpotenzial. So, schauen wir uns mal den großen Bruder an, schauen wir mal auf den Dow Jones. Auch da haben wir unser Kursziel erreicht. Wir hatten ja unser Kursziel auf 18.000 Punkte erhöht gehabt, nachdem der Trend hier unvermindert weitergelaufen ist. Und wir sehen, wir haben die 18.000 Punkte in der letzten Woche erreicht, aber sind auch nicht über diese Marke von 18.000 Punkten gekommen. Das ist jetzt natürlich das aktuelle Widerstandsniveau, haben hier natürlich erstmal mit zu kämpfen. Auch heute hier leichte Gewinnmitnahmen nach diesen schönen Gewinnen am Freitag, wo wir dann die 18.000-Punkte-Marke genau gezogen haben, haben aber auch hier weiterhin unseren intakten Aufwärtstrend. Auch wenn wir hier seit Wochen natürlich uns in einer überkauften Zone befinden, bleiben wir hier weiter in einem intakten Aufwärtstrend. Und ich habe hier jetzt mal den kurzfristigen Aufwärtstrend eingezeichnet. Der verläuft, unterstützt so bei ca. 17.800 bis 17.850 Punkte. Das ist der Bereich, wo dementsprechend auch hier Stopkurse platziert werden sollten. Weil wenn die Marke unterschritten wird, dann hätten wir durchaus Abwärtspotenzial, Korrekturpotenzial bis in den Bereich 17.500 Punkten, also dann wäre es auch nicht verwunderlich, wenn wir denn doch mal relativ größere Gewinnmitnahmen, wie gesagt, in die Zone 17.500 Punkte sehen würden. Noch ist der Trend intakt. MACD, Stochastik, ähnlich wie im DAX natürlich aufgrund der langen positiven Entwicklung hier am Markt in der überkauften Zone, auch kurz vor der Generierung eines erneuten Verkaufssignals an dieser wichtigen Marke von 18.000 Punkten. Wie gesagt, natürlich jetzt erstmal eine wichtige Barriere. Unter 17.800 würde ich meine persönliche Reißleine hier am Markt ziehen, um mich hier vor weiteren Kursverlusten zu schützen oder halt das Maximum an Kursgewinnen, was hier generiert werden konnte in den letzten Wochen. Wir sind ja hier im Schnitt über 2.000 Punkte nach oben gelaufen in den letzten beiden Handelsmonaten oder gut anderthalb Handelsmonaten. Da ist natürlich deutliches Korrekturpotenzial mit am Markt. Aber wie gesagt, wir finden uns ja in dieser Jahresendrallye-Phase von der Zeit her natürlich immer ein sehr schönes Zeitfenster, wo wir natürlich auch von ausgehen können, dass jetzt nicht so viel Verkaufsdruck hier in den Markt reinkommt. Wichtigste Daten haben wir schon letzte Woche gehabt, die EZB-Sitzung. Die Rückkaufprogramme sind ja auch ins Jahr 2015 vertagt worden. Also da kommen keine großen relevanten Entscheidungen mehr in diesem Jahr. Von dem aus können wir hier auch ganz entspannt uns das Ganze mit anschauen und die Stops natürlich immer weiter hier mit nach oben in der Gewinnzone mit nachziehen. Also hier bleibt es eine Halteposition. Auf dem aktuellen Niveau muss man natürlich nicht einsteigen. Klar, wir würden über 18.000 Punkte weiteres Aufwärtspotenzial generieren. Aber dadurch, dass der Markt natürlich hier schon deutlich überkauft ist und schon über 2.000 Punkte in der Gewinnzone ist, keine neue Einstiegsindikation längerfristig.
da werden wir deutlich günstigere Kurse im Dow Jones und wenn dann auch spätestens im Jahr 2015 wiedersehen. So, das waren unsere beiden Indizes, die wir immer analysieren. Jetzt wollen wir natürlich uns die Rohstoffe anschauen. Als erstes natürlich unseren Rohstoff Gold. Da hatte ich ja in der vorletzten Woche schon wieder darüber gesprochen, dass wenn wir eine Korrektur in den Bereich unserer Unterstützungszone sehen, diese Unterstützungszone war die Zone 1145 bis 1150 Dollar. Die habe ich jetzt hier auch nochmal gelb markiert. Dann haben wir hier wieder gutes Potenzial, dass der Markt nach oben schießt. Haben wir dann ja auch gesehen hier, ja, und seitdem wir sind dann in diesen Widerstandsbereich 1225 reingelaufen, da sind wir jetzt erstmal ein bisschen abgeprallt, wie gesagt, aber momentan nicht schlimm. Wir sind wieder unter die 2000, 1200er Marke gerutscht, kämpfen da jetzt noch so ein bisschen mit, aber wie gesagt, momentan ist das erstmal der Bereich, der zurückerobert werden muss, 1200 Dollar Marke, die wichtige Marke, um hier die weiteren Kursgewinne. Ich hatte auch in der letzten Woche das Kursziel erneut auf 1250 gesetzt. Das wäre so der Zielkorridor, den wir hier erwarten, wo sich der Markt reinbewegen sollte. Das heißt, schaffen wir diese 1200 wirklich nachhaltig zu überwinden und uns darüber zu positionieren, dann haben wir dementsprechend auch die Chance, hier bis 1250 Dollar hochzulaufen. Die halten wir hier auch weiter im Raum, diese Zone in Richtung 1250 Dollar. Wir sehen MACD ein bisschen neutral. Stochastik hat Platz, läuft zwar langsam in eine überkaufte Zone rein, haben wir aber noch viel Platz. Das ist kein Potenzial. Das, was wir die letzten Tage sehen, sind natürlich einfach schon mal kleine Gewinnmitnahmen. Wir hatten hier einen Kurssprung von über 60, 70 Dollar an einem Tag hier gehabt. Und dementsprechend muss das erstmal kompensiert werden, eingepreist im Markt. Sehen aber heute schon wieder so eine positive Tendenz hier dran. Jetzt müssen wir halt Anschlusskäufe haben, die uns wieder über die 1200-Dollar-Marke hier führen. Und dann, wie gesagt, haben wir da Platz in Richtung der 1250-Dollar-Marke zu laufen. Bleibt also positiv dieses Bild. Momentan, wie gesagt, nur eine kurzfristige Korrekturphase hier beim Rohstoff Gold. Aktuellen Stop-Kurs für diejenigen, die wirklich hier bei 1150 reingekommen sind, das genutzt haben, würde ich mir unter die Tiefstände legen, die wir am Freitag hier markiert haben, also unter 1190 könnte noch mal ein bisschen Verkaufsdruck aufkommen. Deshalb durchaus kurzfristig diese Gewinne, diese 40 Dollar, die dann noch übrig bleiben, hier absichern. Und wie gesagt, über 1200 dürften wir dann auch relativ schnell wieder Schwung bekommen in Richtung der 1250-Dollar-Marke. So, jetzt kommen wir zu einem weniger erfreulichen Szenario, was wir letzte Woche aber auch schon prognostizieren konnten, nämlich zum Euro-US-Dollar, weil da ist eins passiert, die Tiefstände, die wir verteidigen mussten, die konnten wir nicht verteidigen. Wir hatten ja hier in diesem Bereich der 1,24er bzw. 1,2370er Marke. Da hatten wir aus Anfang November und Ende November, also den 24. und 25. November, unsere Tiefstände markiert bei 1,2370. Die galt es zu verteidigen, die konnten wir nicht verteidigen. Zeige euch auch warum, habe es im PDF-Dokument auch eingezeichnet. Wir haben hier weiter unseren Abwärtstrendkanal. Wir können hier einfach von Mitte Oktober über die Höchststände und wir können sie wirklich sehr, sehr genau miteinander verbinden, haben wir hier unseren Abwärtstrend im Markt zu liegen. Und immer wieder, wenn wir an diese Marke rangelaufen sind, sehen wir, sind wir abgeprallt von diesem Abwärtstrend. Und dasselbe Szenario hatten wir da noch in der letzten Woche. Wir sind nicht über die 1,2510 gelaufen, wo ich gesagt habe, da hätten wir diesen Widerstand hier überwunden, da hätten wir dann eine Trendwende herbeiführen können. Wir sind wieder abgeprallt in der letzten Woche und dementsprechend war es der dritte Angriff auf die Tiefstände. Und wir wissen ja, desto häufiger wir so eine Marke testen, desto höher ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass sie nicht verteidigt werden kann. Genau dieses Szenario haben wir in der letzten Woche gesehen. Damit dann natürlich auch unser Kursziel bei 1,2250 gesehen. Das ist jetzt auch die Marke, die momentan so ein bisschen hier als Unterstützungszone fungiert, die 1,2250er Marke. Wir sehen heute eine kleine Gegenbewegung nach diesen deutlichen Kursverlusten in der letzten Woche. Haben uns mal so ein bisschen in Richtung 1,23 zurückgekämpft, ist aber nur, wie gesagt, eine kleine Gegenbewegung in einem weiterhin intakten Abwärtstrendszenario.
Und ich rede ja schon seit Wochen und Monaten damit, die 1,20er-Marke, die schwebt leider hier beim Euro-US-Dollar einfach noch mit im Raum für die langfristige Kursentwicklung. Und das ist leider auch das Kursziel, was weiterhin im Raum hier bestehen bleibt. Und deshalb sollte man auch darauf achten, ob die 1,2250, die sich jetzt so in dieser Woche als aktuelles Unterstützungsniveau herauskristallisiert hat, verteidigt werden kann. Fällt diese Marke, werden wir relativ straight weiter nach unten laufen, weiter in Richtung der großen psychologischen und charttechnischen Marke bei 1,20. Also hier bleibt das Chartschaubild komplett negativ. Wir sehen es auch in der letzten Woche, MACD wieder auf Verkauf geswitcht, Stochastik wieder aus der neutralen Zone auf Verkauf geswitcht. Also hier bleibt der Abwärtstrend komplett intakt. Ja, und leider gibt es hier auch keine Entwarnung. Wie gesagt, wir müssten jetzt über die Zone von 1,2470 laufen, ist der Bereich hier oben, um überhaupt eine längerfristige Trendwende herbeizuführen. So alles bis in diesen Bereich sind praktisch nur kurzfristige Gegenbewegungen in einem intakten Abwärtstrend. Können jetzt durchaus nochmal diese Gegenbewegung in dieser Woche sehen in Richtung der 1,2370, der ehemaligen Unterstützung. Das wäre dann dieses klassische Pullback, dass wir diese wichtige Marke nochmal testen. Rechne dann aber spätestens in diesem Bereich wieder mit einem Abpraller, mit der Aufnahme des mittel- und langfristigen Abwärtstrends. Und somit ist leider hier auch immer noch keine Entwarnung zu geben beim Euro-US-Dollar. So, das waren die Werte, die ich euch wie jede Woche immer vorstelle von meiner Seite. Jetzt sind wir auch schon beim dritten Part. Der gehört natürlich auch in dieser Woche euch. Ihr könnt mir über die Chat-Funktion hier einfach die Titel durchgeben, die ihr analysiert haben wollt. Da sehe ich, blinkt auch schon die erste Analyse mit auf. Und die wollen wir uns dementsprechend anschauen. Die anderen können ja schon mal parallel dazu weitere Analysen reinmachen. Wir fangen mal an mit der Claudia, die möchte den Kanada-Dollar-Japan-Yen analysiert haben. Ich glaube, den haben wir in der letzten Woche auch mal uns kurz angeschaut. Schau mal, ob ich den noch hier bei mir mit drin habe. Oder ob ich ihn hier schon aus meinem Portfolio rausgenommen habe. So habe ich erstmal nicht drin. Kein Problem, füge ich mal über die Produktsuche mit dazu. So, der Kanada-Dollar-Japan-Yen in die Watchlist. Und dann können wir uns dementsprechend den Wert hier auch mit anschauen. So, Kanada-Dollar-Japan-Yen. So, da haben wir auch schon den Chart. Ging natürlich auch in der letzten Woche weiter schön nach oben. Wir hatten ja im Bereich der 105er-Marke hier so ein Widerstandsniveau ausgebildet. Das ist der Bereich, den es erstmal galt, hier zu überwinden. Wir sahen ja erste kleine Korrekturen hier in diesem Bereich. Konnten diese Marke von 1,5 überwinden. Damit haben wir eigentlich den Weg freigemacht in Richtung 107,5. Sahen auch hier am Freitag dieses deutliche Buy-Signal, also der deutliche Sprung nochmal über diese Marke. Heute, wie gesagt, nochmal der Kursrücksetzer. Das ist nochmal ein Pullback. Nachdem wir hier neue Höchststände markiert haben, sehen wir hier auch nochmal die Gewinnmitnahmen. Da jetzt ganz wichtig, dass die 105er-Marke hier als aktuelle Unterstützungsmarke verteidigt werden kann. Sonst kristallisiert sich das hier als Bärenfalle heraus. Das heißt, dann hätten wir Abwärtspotenzial in Richtung 102,5. Also darauf achten, ob die 105er-Marke hier verteidigt werden kann im Raum. Dann ist alles in Ordnung. Dann dürften wir uns auch weiter in Richtung 107,5 bewegen. Das wäre so das aktuelle Kurszielniveau für diese Order. Ansonsten sehen wir, bleiben wir langfristig hier noch in einem intakten Aufwärtstrend und sind hier auch relativ gut mit unterstützt. Können uns ja hier, wie gesagt, diese Unterstützungslinie einzeichnen. Und da sehen wir auch die Unterstützung des langfristigen Aufwärtstrends. Die verläuft hier bei 105. Das ist also die wirklich wichtige Kursmarke. Die dürft ihr nicht aus den Augen verlieren. Solange wir die Marke behaupten, bleibt dieser Aufwärtstrend intakt. Haben wir weiteres Aufwärtspotenzial in Richtung 107,5. Unterschreiten wir die Marke. Deshalb würde ich unterhalb dieser Marke, also 104, 80, 85, dementsprechend meine Stop-Kurse platzieren. Haben wir doch einfach etwas größeres Korrekturpotenzial im ersten Schritt in Richtung 102,5. Und dementsprechend sollte man da seine Stop-Kurse anpassen, weil auch hier sind wir ja sehr, sehr schön in den letzten beiden Handelsmonaten nach oben gelaufen. Und da sollte man einfach zu viel von seinen Gewinnen sichern, wie man könnte. Zumal auch MACD und Stochastik in der überkauften Zone jetzt schon mal so ein bisschen auf Short switchen.
Also hier ein Verkaufssignal generieren, müssen wir hier wirklich aufpassen. Deshalb gucken, hält die 105, dann ist es okay. Unter der 105 lieber hier die Gewinne aus dem Markt mit rausnehmen. So, der Markus, der hätte gerne BMW analysiert. Die können wir natürlich gerne machen. Habe ich auch. Ich habe so ein bisschen aufgeräumt in meiner Watchlist. Deshalb muss ich jetzt nochmal so ein bisschen ein paar Werte mit zufügen. Das ist eine Aktie, die kommt aus Deutschland. Und dann haben wir hier die Bayerischen Motorenwerke. Fügt die mal mit dazu. Und dann schauen wir uns mal die BMW-Aktie mit an. So, da haben wir sie auch schon. Nehmen hier mal meine eigene Liste mit raus. Ja, und da haben wir es auch. BMW, wenn ich hier mal mir die letzte Woche anschaue, das sieht so ein bisschen nach einer Top-Bildung aus. Warum Top-Bildung? Weil wir uns auch in einem Widerstandsbereich befinden. Wir sehen, wir haben hier eine Widerstandszone im Bereich 92 Euro im Markt zu liegen. Zeichnen uns das nochmal ein, diese Zone. Und da sehen wir, genau in diesem Bereich sind wir reingelaufen, sind auch schon in der letzten Woche abgeprallt an dieser 92er Marke, sind reingelaufen an die wichtige Unterstützung bei 90, haben jetzt auch am Freitag hier nochmal diesen Gegenangriff gestartet, sehen aber, wir prallen hier auch wieder ab. Ja, und das ist aus charttechnisch ein klassisches Doppeltop, was sich hier herauskristallisiert. Da mal die erste Co-Spitze. So, und hier hinten scheint sich die zweite Co-Spitze herauszukristallisieren. Ein Doppeltop ist nie gut, weil ein Doppeltop ist eine Umkehrformation, wo wir dementsprechend mit Abwärtspotenzial zu rechnen haben. Und deshalb sollten wir uns hier die 90er-Marke als Stop-Marke in den Raum legen. Das heißt, ich gehe natürlich immer ein bisschen unter diese Marke, weil, wie gesagt, da sollte man ein paar Cent runtergehen. Ich wäre so ein Freund bei 89,50, wäre mein aktueller Stop-Kurs hier im Markt, weil fällt diese Marke bei 90 bzw. der Stop bei 89,50, haben wir einfach deutliches Korrekturpotenzial in Richtung 85 Euro. Das wären nochmal gut 5 Euro hier in diesem Bereich. Und da muss man ja von den schönen Gewinnen, die wir hier am Markt hatten, nicht zu viel abgeben. Und wie gesagt, in diesem Bereich, zeichne euch das hier auch nochmal ein, verläuft ja, wie gesagt, dann auch so die nächste wichtige Unterstützungsmarke erst. Und wie gesagt, da sollten wir aufpassen, fällt die 90er-Marke, dann gehen wir hier in den Korrekturmodus rein, dann würde sich dieses Doppeltop hier komplettieren und bestätigen. Damit hätten wir hier dann weiteres Abwärtspotenzial. Also hier scheint die Luft erstmal raus zu sein bei dieser Aktie. Wir sind in der klassischen Top-Bildung angekommen, sehen auch MACD plus Stochastik in der überkauften Zone, generieren hier schon Verkaufssignal. MACD hat sogar schon letzte Woche beim ersten Abpraller an dieser 92,50er-Marke hier angefangen. Stochastik legt jetzt in dieser überkauften Zone nach, also auch hier dann durchaus Korrekturpotenzial. Gefährliche Situation nach einer sehr schönen Erholung. Wir sind ja auch hier fast 20 Euro nach oben gelaufen. Natürlich durchaus eine Zone, wo dann erstmal größere Gewinnmitnahmen anstehen würden. Und wie gesagt, die ersten Gewinnmitnahmen werden uns sehr schnell in den Bereich von 85 Euro hier führen. Also da nicht zu viel von seinen Gewinnen abgeben. Mein Stop-Kurs liegt hier bei 89,50 im Markt. So, das sind die beiden Analysen, die ich hier schon mal drin zu stehen habe. Wir hätten auch noch ein bisschen Zeit, bis mein Kollege Rüdiger Born um 19 Uhr hier übernimmt. Also wer jetzt noch an einem Titel interessiert ist, kann mir den auch noch mal gerne reinsetzen. Kann ja nochmal zwischendurch mal einen anderen Wert analysieren, den wir am Anfang ja auch uns mal mit angeschaut haben. Nämlich eine Zalando-Aktie, wurde ja häufig beschrien hier am Markt, sahen dann aber trotzdem noch eine sehr, sehr schöne Entwicklung. Ich mache es nochmal, wir haben hier bei 17,50, 17,30 eine sehr, sehr starke Unterstützung nach diesem IPO ausgebildet. Diese Zone konnte sehr gut verteidigt werden. Ja, und wir sahen dann wirklich kontinuierlich im ganzen Handelsmonat November einen Kursanstieg, sind über 26 Euro hier bei der Aktie nach oben gelaufen. Aber da scheint die Luft jetzt auch erstmal raus zu sein. Hier kommt es jetzt in diesem Bereich zu einer Top-Bildung und zu ersten Gewinnmitnahmen nach diesen deutlichen Kursgewinnen. Ja, und hier sollte man auch aufpassen, sind jetzt unter die 25 gerutscht. Das wäre noch so ein psychologisch-charttechnisches Unterstützungsszenario gewesen. Dementsprechend haben wir hier jetzt doch erstmal wieder größeres Abwärtspotenzial. Potenzial bei der Aktie. Erste Stufe die 22,50, zweite Stufe die 20. Wieso die 20? Wir haben hier
vom Ende November ein Open Gap noch im Markt zu liegen, ein sogenanntes Kursfenster. Also hier war wirklich Kaufinteresse im Markt. Wir wissen aber auch, dass diese Kursfenster wieder geschlossen werden. Kommt es hier wirklich jetzt zu einer nachhaltigen Korrektur, dürften wir runterlaufen wieder auf diese 20. Das heißt, wer hier im Bereich der 17,50, 18er Marke ein Einstiegsszenario gefunden hat, der hat sehr, sehr schöne Gewinne im letzten Monat gemacht. Die sollte er jetzt langsam aber auch erstmal mitnehmen. Wir sehen, MACD switcht um, Stochastik switcht um auf Verkauf. Hier scheint die Luft erstmal bei der Aktie von Zalando raus zu sein. Auch wenn jetzt das Weihnachtsgeschäft ansteht, die Kurse sind im Markt mit eingepreist. Da werden keine Überraschungen kommen. Dementsprechend konnte man hier sehr, sehr schöne Kursgewinne machen mit dieser Aktie nach diesem IPO. Aber erstmal ist hier auch die Luft mit raus. So, Tesla hätte hier gerne analysiert. Die habe ich leider nicht in unserem Portfolio bei den Titeln. Beziehungsweise ich korrigiere mich mal. Ich schaue mal nach, ob ich sie mit drin habe bei unseren amerikanischen Titeln. Ansonsten machen wir mit der Linde-Aktie gleich weiter. So, ich schaue mal, ob wir Tesla, Tesla Motors haben wir. Deshalb sage ich, ich korrigiere mich. Können wir natürlich hier mit Tesla weitermachen. Titel, den wir so noch gar nicht hatten. Deshalb bin ich da natürlich auch immer gerne mit dabei, mal einen neuen Wert mit aufzunehmen. Ja, Tesla, trotz guter Zahlen, trotz guter Produkte, ist die Aktie ja auch gut gelaufen. Aber September dann hier doch ein sehr, sehr markantes hoch ausgebildet, eine sehr, sehr starke Top-Bildung. Ja, und seitdem geht es eigentlich abwärts hier bei der Aktie. Wir sind hier in einem intakten Abwärtstrend weiter bei der Aktie hier mit drin. Wir hatten zwar hier mal so eine kleine Trendwende gehabt. Wir sahen, wir haben hier in diesem Bereich eigentlich mal diesen Abwärtstrend, den wir hier im Anfang September eingeläutet haben, durchbrechen können, aber wir sind dann wieder an dieses ganz, ganz markante charttechnische Widerstandsniveau bei 260 rangelaufen. Das ist der Bereich, der hier als charttechnischer Bereich im Raum drin steht. Ich zeichne das Ganze hier nochmal ein. Und wir sehen, da sind wir dann Mitte November wieder abgeprallt und seitdem befinden wir uns hier in einem Abwärtstrend. Das Problem an dieser ganzen Geschichte momentan bei Tesla ist einfach folgendes. Wir haben hier ein sehr, sehr starkes Unterstützungsniveau bei 220 gehabt. Und das Problem, was wir gerade am heutigen Tag sehen, da hätte die Korrektur eigentlich stoppen sollen und müssen. Und das hat sie nicht gemacht. Und damit haben wir natürlich jetzt deutlich weiteres Abwärtspotenzial runter in Richtung 200. Die wichtige Unterstützungszone, die wir hier auch zweimal getestet haben im Oktober, konnte nicht verteidigt werden. Damit bleibt der Abwärtstrend natürlich intakt. Damit haben wir weiteres Abwärtspotenzial generiert. Das heißt, die Negativserie hier bei Tesla aus charttechnischer Sicht dürfte sich weiter fortsetzen. Neues Kursziel hier bei der Aktie wäre das 200er Niveau. Wir sehen auch MACD und Stochastik um den 20. November neues Verkaufssignal generiert. Das bleibt auch intakt. Wir laufen zwar so langsam in eine überverkaufte Zone, aber hier wissen wir, kann sich der Markt noch eine Weile drin bewegen. Das wichtige Unterstützungsniveau, was wir auch schon hier im Sommer als wichtiges, markantes Niveau hatten bei 220, das ist gefallen. Wir dürften zwar in den kommenden Tagen nochmal einen kleinen Rücksetzer, so ein kleines Pullback hoch in Richtung der 220 sehen, aber charttechnisch stark angeschlagen. Abwärtstrend bleibt weiter intakt. Dementsprechend neues Kursziel hier bei der Tesla-Aktie, die 200er Marke. Also da bleiben wir weiter short mit drin. So, der Josef, der hätte gerne die Linde analysiert. Switchen wir mal um, gucken wir mal, ob wir die Linde hier noch im Portfolio haben. Lanxess, nein, füge ich es immer neu mit dazu. Und dann schauen wir uns, wie gesagt, auch die Linde-Aktie hier nochmal mit an. So, da muss ich wieder mal in den DAX umswitchen. Und dann können wir uns hier die Linde-Aktie mit anschauen. So. Sehr schön. So, da haben wir den Tageschart der Linde-Aktie. Auch hier sticht mir eins natürlich sofort ins Auge. Dieses charttechnische Widerstandsniveau im Bereich der 155er Marke. Ich glaube, da hatten wir vor zwei, drei Webinaren schon mal drüber gesprochen. Das war dann so das aktuelle zu erwartende Kursziel. Wir sehen, wir hatten hier eine sehr starke Unterstützung im Bereich
145. Die hatte gehalten gehabt. Da konnten wir am Anfang November hier in eine sehr, sehr starke Erholung rübergehen. Die hat uns genau wieder an dieses 155er Widerstandsniveau geführt. Und in diesem Bereich kommt es leider jetzt erneut zu einer Top-Bildung. Wir sehen, wir sind hier am Freitag rangelaufen in diesen Widerstandsbereich, sind abgeprallt. Auch heute setzen sich diese Verkäufe hier am Markt weiter fort. Ja, fällt die 152,50, das wäre auch so mein aktuelles Top-Niveau für diese Aktie, ist leider einfach davon auszugehen, dass sich dieser Abwärtstrend hier weiter fortsetzen wird. Im ersten Step natürlich in Richtung 150er Marke, im übergeordneten Step natürlich in Richtung seiner alten wichtigen Unterstützung bei 145. Also, wer hier investiert gewesen ist, der sollte sich mit seinen Stops sehr, sehr knapp hier am Markt platzieren. Wie gesagt, mein Niveau wäre die 152,50 hier am Markt. Fällt diese Marke, ist hier einfach davon auszugehen, dass wir in diese Seitwärtsrange, in der wir uns eigentlich seit Mitte des Jahres bewegen, mal mit kleinen Ausrutschern nach oben oder unten wieder runter bewegen in diese 145er Zone. Wir sehen es auch MACD eigentlich schon kurz vor einem Verkaufssignal. Stochastik in der überkauften Zone dreht auch schon, also auch kurz vor einem Verkaufssignal. Sieht also nicht gut aus. Klassische Top-Bildung an einer ganz wichtigen Widerstandsmarke. Im Prinzip zum vierten Mal in diesem Bereich gescheitert. Das sieht nicht gut aus. Und wie gesagt, wenn es da nicht zu Anschlusskäufen kommt, wenn wir es nicht schaffen, diese Marke zu überwinden, dürfte auch der Verkaufsdruck sehr, sehr schnell nach oben gehen. Wir haben es auch beim letzten Mal gesehen, innerhalb von 3 Handelstagen hier um 10 Euro wieder nach unten geprescht. Sowas droht uns natürlich auch hier bei der Aktie. Deshalb, wer drin ist in diesem Long-Szenario, lieber die Stop-Kurse eng anpassen hier an den Markt, weil dementsprechend wir hier auch in der klassischen Top-Bildung an einer wichtigen Widerstandsmarke sind. So. Rheinmetall, schauen wir mal, ob wir die Aktie mit haben. Ich glaube, die habe ich allerdings nicht in meinem Portfolio, aber schaue auf jeden Fall nochmal mit nach, ob wir die Rheinmetall, nein, mit R haben wir nur die Rocket Internet mit drin, ansonsten hier nur die DAX-Titel. Mit der Rheinmetall kann ich heute leider hier nicht mit dienen. Und ansonsten erstmal vielen Dank für die rege Teilnahme. Wie gesagt, um 19 Uhr mein Kollege der Rüdiger Born auch nochmal mit Live-Analyse und Live-Trading gerne mit reinschauen. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr auch in der kommenden Woche wieder mit reinschaut. Hoffe, es war informativ gewesen und wünsche allen eine erfolgreiche Handelswoche. Und wir sehen uns entweder am Donnerstag zu unserem Social Trading Webinar mit, wo ich das System von Iondo nochmal erkläre, welche Möglichkeiten ihr habt, wie das Ganze funktioniert als Trader oder aber als Follower. Da haben wir am Donnerstag um 19 Uhr unser Seminar. Ansonsten am kommenden Montag natürlich wieder zur altbekannten Zeit um 18 Uhr. In dem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Allen eine erfolgreiche Handelswoche. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön.